In diesem Tutorial mal kurz zur dynamischen Payoff-Methode oder dynamischen Amortisationsrechnung im Rahmen der finanzmathematischen oder dynamischen Investitionsrechenverfahren. Der Ansatz ist der folgende, dass wir die Amortisationsdauer T suchen, in denen die kumulierten, aufaddierten, abgezinsten Rückflüsse, ET-AT, abgezinst, mindestens den Wert 0 ergeben. Gerade dort, wenn Sie den Wert 0 annehmen, dann liegt also gerade die Amortisation vor. In der Regel wird es nicht genau aufgehen, sondern da wird es darüber liegen. Aber zumindest gleich 0 muss erfüllt sein. Und da suchen wir sozusagen hier diesen Laufindex in dem Summenzeichen. Naja, das werden wir gleich etwas deutlicher sehen an einem Beispiel. Und das Entscheidungskriterium ist also folgendermaßen: Ein Investitionsobjekt ist eben nach der dynamischen Payoff-Methode absolut vorteilhaft, wenn seine Amortisationsdauer oder Amortisationszeit geringer ist als eine vorgegebene Referenzzeit. Wenn also ein Investor die Vorgabe macht, er möchte, dass die Investition in 3 Jahren amortisiert ist und die Berechnung ergibt, dass es erst nach 4 Jahren amortisiert ist, dann wird er diese Investition nicht durchführen, egal wie hoch der Kapitalwert am Ende auch sein mag. Eine Investition ist relativ vorteilhaft, wenn die Amortisationsdauer geringer ist als die der alternativen Investitionsobjekte. Ja, jetzt zum Beispiel haben wir also hier eine Zahlungsreihe RT, also ET minus AT gleich RT. Das hier ist bereits saldiert hier und da liegen folgende Zahlen vor. Und dann ist hier der Abzinsungsfaktor mit 10%, I ist also 10% angenommen. Dann haben wir hier die Abzinsungsfaktoren und hier haben wir dann eben die sogenannten Barwerte, also die Rückflüsse mal dem Abzinsungsfaktor. Die Summe ergibt den Kapitalwert positiv. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie dann hier die Amortisationsrechnung abläuft. Und jetzt fügen wir also eine weitere Spalte an und summieren jetzt hier zeilenweise auf über diese Barwerte. Das heißt, wir bilden die Summe von T gleich 0 bis T mal eben den Rückflüssen abgezinst. So, das heißt, wir haben also in der Periode T0 dann die Summe zu bilden über T0 gleich 0 bis 0. Das heißt, da haben wir also gerade den Wert hier stehen. Und in der ersten Periode, am Ende der ersten Periode, addieren wir also diesen Betrag hier dazu. Das heißt, minus 10.000 plus 2.272. Und dann bekommen wir also diesen Wert. Und so verfahren wir weiter. Das heißt, wir addieren jetzt jeweils den nächsten Barwert aus dem nächsten Jahr jeweils hier dazu. Also minus 7.727 plus diesen Wert hier. Dann bekommen wir den Wert. Und das läuft immer so weiter. Sodass wir jetzt feststellen, hier in der vierten Periode minus 1453,79 plus 2390,55, dass wir hier erstmalig über 0 liegen. Und in diesem Jahr, also im Jahr 4, hätten wir dann also hier dieser grün unterlegte Wert. Das wäre also unsere Periode, in der eine Amortisation zuträfe oder erstmalig eingetreten ist. Wenn wir weiter aufaddieren, bekommen wir natürlich hier unten am Ende der Nutzungsdauer dann hier unseren Kapitalwert wiederum. Gesucht ist hier groß T, der Laufzeitindex hier oben, und der ist in diesem Fall 4. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Amortisationsdauer oder Amortisationszeit grundsätzlich ganzzahlig ist. Hier wird also nicht irgendwie zwischen diesen Werten noch interpoliert, weil man ja eigentlich schon vorher drüber gekommen ist. Man ist ja hier im vierten Jahr schon deutlich über Null. Deswegen wird nicht interpoliert, weil in den Prämissen der dynamischen, der finanzmathematischen Verfahren grundsätzlich unterstellt wird, dass die jeweiligen Zahlungsströme am jeweiligen Periodenende anfallen. Und wenn das in den Annahmen enthalten ist, dann schließt sich also eine Interpolationslösung mit irgendwas so in dieser Richtung 3,4, 3,5 natürlich prämissengemäß aus. Das heißt, die Amortisationsdauer ist grundsätzlich ganzzahlig.